Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Valheim. Und heute werden wir ausnahmsweise mal nicht hier direkt runterjumpen, denn beim letzten Mal haben wir ja diese wunderschönen neuen Parkettböden gebaut. Und mir ist aufgefallen, dass an der einen oder anderen Stelle dieser Kreis hier nicht ganz vollständig war. Deswegen würde ich mal ganz kurz einmal alles abgehen, um das zu überprüfen. Mir ist es nämlich aufgefallen, nur unten im Lager haben wir das an einer einzigen Stelle verkackt. Und daher will ich nochmal alles überprüfen, ob das auch schön akkurat ist. Der Monk in mir, ihr kennt mich. Aber ich glaube, ihr wollt natürlich auch selbst, dass das alles akkurat ist. Ich schaue nochmal. Sieht aber alles gut aus. Ich orientiere mich einfach immer an dem Kreis. Theoretisch auch an dem, ne? Ja, wobei man... Ja doch, man sieht das hier und hier. Ich weiß allerdings nicht... Nee, das müsste schon irgendwo hier sichtbar sein, ne? Ich gucke einfach immer an den Inneren, weil da sieht man es eindeutig. Ne, diese Kreise hier, die müssen immer vollständig sein. Sind sie? Sehr gut. Hier nochmal gucken. Da ist alles gut. Hier, ach, da war ich ja gerade schon. Gut, dann eine Etage weiter runter. Ich glaube aber auch hier war alles richtig. Hier fiel mir ja auch auf, ne, dass das ein geschlossener Kreis ist. Aha, was haben wir denn hier? Da. Da stimmt doch was nicht. Hier passt es, hier aber nicht. Das heißt, hier probiere ich mal, den hier nochmal zu bauen. Und zwar hier so gegen. So. Jetzt ist richtig, ne? Genau das meine ich. Da ist schon wieder falsch. Das kann ich so nicht lassen. Ich mach mal so und so. Genau solche Stellen meinte ich. Und dann an den da dran, ne? So. Und es ist rund. Perfekt. Hier ist es auch falsch. Hör damit. Und hier gegen. So. Nee, dann ist der hier falsch. Ja, der hat einen anderen Anknüpfpunkt genommen. Dann probiere ich mal den. Sehr gut. Dann hier nochmal schauen. Da ist alles super. Hier ist auch alles gut. Da, vollkommen verkackt. Da frage ich mich allerdings, welcher falsch ist. Der hier ist richtig. Das heißt, der da ist falsch. Genau das meine ich. Moment, das haben wir doch gleich. Das, da hat er den angeknüpft. Ich nehme mal wieder die Ecken und mache... Ach, das ist das Auto. Ja, so geht's. Hä? Bin ich voraus... Ach so, ist runtergefallen. Nein! Shit. Gut, ich gehe nochmal kurz hoch. Geht ja ganz schnell, ne? Also, ich rush hier eben durch. Wir sind ja gleich soweit. Moment. Was ist denn hier los? Hä? Da habe ich es ja voll vergeigt. Okay, auch das werde ich gleich korrigieren. Moment, Moment. Erstmal hier gegen. So, ist richtig. Dann hier nochmal gucken. Da ist auch falsch. Weg damit. Und nochmal. So, aber da dran. Ja. Ja, 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 das ist gut. Und was habe ich hier gemacht? Keine Ahnung. Weg damit. Und hier gegen. Ah, er hat den angebappt. Aber er muss den anbappen. Ja, das ist richtig. Sehr gut. Ja, dann haben wir die auch, diese Etage. Dann gehen wir nochmal nach unten und machen es noch ein letztes Mal bei dieser hier. Aber ich glaube, hier war soweit alles richtig. Da hinten habe ich eine Stelle gesehen. Nämlich, deswegen komme ich überhaupt erst da drauf, das alles nochmal zu überprüfen. Und zwar hier. Oder nicht? Nee, warte mal. Hier ist eine Lücke. Oder hatte ich da... Doch da, da sieht man es, ne? Hier und hier sind Lücken. Ich nehme mal den hier neu. Mach mal so gegen. Ja, jetzt ist die Lücke weg. Sehr gut. Hier ist es auch akkurat. Hier und hier auch. Sehr gut. Ja, gut, das war's schon.
Ja, was heißt, das war's schon. Wir haben jetzt schon 5 Minuten aufgenommen. Aber so viel Zeit musste sein. Und wir gehen direkt in die Nebellande, holen Harz. Hervorragend. Hör damit. Hör damit. Und hiermit ebenfalls. Und tschüss. So, dann gehen wir direkt nochmal in die Felder. Base und gucken nach, ob hier mittlerweile auch Beeren nachgespawnt sind. Ah, es ist auf jeden Fall was gewachsen. Die sind wieder despawnt, ne? Nee, doch nicht. Ja! Es hat geklappt. Wird nicht hier Platz zu wachsen. Hier ist doch was. Ach, wahrscheinlich ist gerade noch so eine Zwischenphase, ne? Die geht jetzt wahrscheinlich weg. Aber es hat geklappt. Es wächst hier hoch. Und auf der Seite... das sieht alles sehr gut aus. Und hier haben wir auch die Trauben. Hör damit. So. Beziehungsweise Beeren. Das sind ja Weinbeeren. Weinbeerentraube. Okay. So, hör damit. Ja, ja. Ich warte nochmal, weil ich glaube, die spawnen ja immer. Ja, da, sie spawnen dann immer nach. Frage ich mich, warum das so ist, aber ist mir eigentlich auch einerlei. Hauptsache, wir kriegen möglichst viele davon. Wie viel haben wir? 18 nur. Auch nochmal die Honigstraße abgehen? Ja, komm. So. Oh, hier ist ja nur einer drin. Kann es sein, dass ich erst kürzlich hier war? Stimmt. Beim letzten Mal waren wir hier schon, ne? Ja, dann ist es natürlich auch klar, dass hier noch nicht so viel nachgespawnt ist. War da noch was? Ja, da. Samen, ne? Jo. Hä? Das ist ja geil. Man kann hier einen Doppeljump. Interessant. Das ist gut zu wissen. Aber wie auch immer, ich würde sagen, wir gehen zurück. Perfekt, dann gehen wir mal runter. Und ich habe nämlich noch eine andere kleine Bausache, die ich machen wollte. Das geht aber recht fix. Ja, Honig haben wir jetzt 3. Die packe ich mal eben kurz weg. Das hier, die Beeren. So, dann haben wir hier noch Samen. Die kommen hier oben rein. Und Harz. Hier. So, ich habe auch überlegt, theoretisch müsste das Harz mit hier in die Harzkiste, ne? Aber es ist ja irgendwie beides. Es ist sowohl Magie als auch Harz. Und außerdem mag ich, dass hier dieses Harz direkt neben den Stoffen ist. Und wir dann hier Weichgewebe und Dingens rausnehmen können, um Refined Eiter herzustellen. Ich glaube, ich lasse es so. So, als nächstes würde ich gerne mal Ascheholz rausnehmen. Wie viel haben wir denn da noch? Ja, diese Etage, ne? Ich hatte ja überlegt, ob ich das weiter nach oben baue. Aber will ich gar nicht. Ich finde das ganz gut so, wie wir das da haben. Das heißt, ich nehme mal... Ich glaube, das reicht nicht. Ich nehme mal mehr. Ascheholz, hier. Nehme ich mal noch ein Fuffi raus. Dann gehen wir mal nach unten. Denn wir... Nee, gar nicht nach unten, nach oben. Denn wir hatten doch oben unseren Brutkasten für die Dracheneier. Und da finde ich, dieses Kernholz, das sieht zwar ganz geil aus, ne? Weil das passt auch zum restlichen Dingens. Aber, das ist zum restlichen Haus. Das ist ja sozusagen immer das Trägerstück. Aber ich bin ganz ehrlich, ich würde mal ganz gerne das durch Ascheholz ersetzen. Weil das passt noch besser, finde ich. Und das machen wir jetzt auch. Also weg damit. Stimmt, die könnten wir sogar drehen. So. Oh, ja. Das mag ich. So. Dann das weg. Und hier ran. Geht ja fix, wa? Hier könnten wir so drehen oder so. Ich lasse es so. Ja. Also hier zwischen. So. Und hier. Den können wir uns eigentlich sparen. Oder soll ich ihn doch bauen? Nö, den spare ich mir. Dann hier rüber. Das hier weg. Und das hier. Drain. Und so. So. Und hier dran. Sehr gut. Der ist zu hoch. Nee, der ist zu niedrig, ne? Mach ich es lieber ein bisschen höher. Also mit dem bin ich so. Ja, das ist besser. Hier hinten mache ich auch der Vollständigkeit halber. So. Und so. Oh ja. Das sieht gleich ganz anders aus. Dann nehmen wir hier diese.
Machen den einen so und einen so. Ja, hier. Ach ja, doch, wir haben ja halbe. Ich wollte gerade sagen, wir haben ja leider keine halben, aber von den Ascheholzdingern ja wohl doch so. Ne, dieses Schwarz. Das passt sehr, sehr gut zu diesen Drachendingens. Oh, der hier ist falsch. Moment. Der muss so. Ja. Und da klemmt jetzt Ascheholz zwischen. Dann nehme ich mal so den länglichen. Hier. Das mache ich oben auch. Stimmt, hätte ich direkt machen können. Hätte ich mir Zeit gespart. Tut mir leid. Aber eigentlich auch nicht. Dann dauert es halt ein bisschen länger. Abholz. So, hier lang. Sehr gut. Oh ja, das sieht auch voll robust aus jetzt. Gefällt mir. So, den weg. Und so. Und hier. Dann das weg. So. Und ein Kleen. Ah ja, der muss auch weg. So. Dann hören wir mit dem Körnholz. Gehen wir das Körnholz her. So, da laufen wir mal kurz durch die Flammen. Oh, hätte ich gerade sterben können, ne? Gott sei Dank habe ich noch was gegessen. So, und ich hoffe, ich habe jetzt auch alles eingesammelt. Hier fehlt noch eine Kante, ne? Hm. Ich glaube, die hatte ich weggelassen, weil das Kernholz zu bulky aussah. Aber hiermit sieht es bestimmt schick aus. Oh ja. Oh. Ja, sehr gut. Stimmt, ich erinnere mich auch, dass ich es unpassend fand, weil das dann so in Flammen steht, ne? Weil das Holz so dicht am Feuer ist. Aber ich bin ganz ehrlich, mit Ascheholz finde ich es irgendwie passend. So, wie viel Ascheholz haben wir noch? 6! Genau abgezählt, das gibt's ja nicht. So. Und. So. Perfekt. Genau alles verbraucht. Ja, doch. Viel schicker so. Top. Gut. Das war mir auch noch ein Anliegen. Oh, die Sonne geht unter, ne? Ja, dann würde ich sagen, ich gehe mal pennen. Also würde ich sagen, gute Nacht. Guten Morgen. Und dann laufen wir mal runter. Denn ein letztes Bauprojekt hatte ich noch vor. Das machen wir auch noch eben. Da werden wir nur kurz was ersetzen. Und weil auch das habe ich mir schon viel zu lange vorgenommen. Und das haben wir viel zu lange nicht gemacht. Und zwar ist das hier unten das Ding. Da hatten wir schon mal irgendwann angefangen. Dafür brauchen wir einerseits Marmor. Bevor ich allerdings mit Marmor arbeiten kann, muss ich es erstmal verstärken mit Eisen. Und hier bin ich jetzt am Überlegen. Nehmen wir die Gitter. Warte mal. Ich gehe mal kurz nach unten und zeige euch, was ich überhaupt vorhabe. Also, wir haben ja hier dieses Ding. Und dass das hier Marmor ist und da oben Holz, finde ich sehr, sehr seltsam. Hier geht manchmal Rauch beiseite, ne? Wollen wir das ignorieren, weil der Hauptteil des Rauches sich tatsächlich da oben sammelt? Nee, ich würde das schon genau so bauen. Und zwar habe ich mir überlegt, wir machen das Kernholz, habe ich mir aufgeschrieben, machen wir zu den Edelholzbarren. Da hoffe ich, wir haben noch genug Teer. Ich glaube, das könnte ganz knapp noch reichen. Ich probiere mal. Ich glaube ja, weil wir brauchen ja immer nur ein Bubble. Ein Teer-Bubble. Und so viele brauchen wir davon gar nicht. Ach ja, wir können ja die bauen. Oh Gott sei Dank. Das nimmt uns enorm Arbeit ab. Also, Ressourcenkosten ab, meine ich. Ah, die waren gar nicht so weit oben, sondern die hatte ich so dran gebappt, ne? Ich erinnere mich. Soll ich das machen? Ja, ne? Ist besser. Ich mach das so. Oh, stimmt. Das sieht viel besser aus, wenn ich das so mache. Weil dann auch die Übergänge hier bei den Ecken anders sind. Warte mal. Das mag ich eigentlich auch, dass es so runterragt. Obwohl, ich reiß mal weg. Und guck mal, wie wir das hübscher hinkriegen. Denn wenn ich dir jetzt zum Beispiel, ich mache einfach mal so und so bauen würde, dann haben wir ja da diese komische Ecke. Und das können wir jetzt nämlich umgehen, wenn wir das so dran machen. Warte mal, warte mal. Da muss ich jetzt zwar Millimeterarbeit machen, aber ich denke, die wird sich lohnen.
Also so. Und nach hier. So. Zack. So. Ich nehme erstmal das Kernholz hier überall ab. Oh, ach so, Flachs. Ja gut. Ich mache mal erstmal die weg. So. Diese Kanten. Ah nee, gar nicht. Die muss ich auch wegmachen. Stimmt. Ich mache alles weg. Wir wissen ja, was ersetzt werden soll. So und so. Schon klar. Einiges ist jetzt oben gelandet. Das sammeln wir gleich auf. So. Und so. Dann nehme ich mal den. Und mach genau das gleiche. Hier haben wir diese in genau abgemessenem Abstand. Den mache ich mal weg. So. Und mach nochmal gegen. Dann können wir nämlich genau abmessen, dass er hier passt und hier passt. Ne? Also erstmal, dass er hier bündig ist. Moment, ich gehe mal hier so nach da. Dann sieht man das besser. Also so. Und so. Jetzt bin ich gespannt, wie das hier aussieht. Sieht komisch aus, aber okay. Ja, und hier ist es auch bündig. Ist jetzt nicht ganz genau, wie man sieht. Ist aber nicht schlimm, weil den setzen wir sowieso manuell, ne? Das heißt, wir können den jetzt wegreißen. Und Drain. Und so ran. Ja. Sehr gut, dann hier nochmal weitergemacht, aber um zu wissen, wie weit wir da müssen, muss ich den erstmal wieder anwappen lassen. So, und dann gucken wir wieder von hier, das war ja gar nicht so schlecht. So, einerseits und bei der anderen. So, so ist gut. Ja, wenn es nicht ganz genau ist, ist es ja auch nicht so schlimm, ne? Hauptsache, es sieht schick aus. Und das sieht es ja. So, dann können wir hier ebenfalls bündig machen. Also so zum Beispiel. Zack. Hier müssen wir wieder so einsetzen. Und da hoffe ich dann auch, dass die Ecke da hinten, wo sie aufeinandertreffen, gleich passt. Müsste es aber, glaube ich. Halt. Der Winkel. Ach ja, hier sind die Öfen im Weg. Obwohl, wenn ich mich so hinstelle, sollte die Kamera mir vielleicht helfen können. Ja, gar nicht schlecht. Na, obwohl ein bisschen näher ran, dann kann ich besser Millimeterarbeit machen. So ist gut. So. Und so. Sehr gut. Das weg. Ja, mit dem Loot. Und dann nochmal so. Stimmt, das ist auch der letzte, ne? Nee, gar nicht. Den müssen wir auch gleich noch machen. Aber erstmal machen wir das hier so bündig. So. Und jetzt hoffe ich, dass es hier passt. Müsste es aber, ne? Ja, passt es auch. Top. So. Sehr gut. Schicker, ne? Und dann müssen wir das gleiche jetzt natürlich noch. Warte mal, ich glaube, ich jumpe mal. Damit ich auch die sehe, die sozusagen da drin versteckt sind. Also, wo ich nicht sehe, ob da tatsächlich einer ist. Ich glaube, das sollte so reichen. Den mache ich ebenfalls weg. Warte mal. Wir nehmen hier... Den lang kann ich leider nicht nehmen. Ich muss leider zwei kurze nehmen. Wie viel Teer haben wir noch? Genug. Da mache ich sogar so. So und... Nee, 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 nee. Nee. Nein. Ah doch, unten ist schon richtig, aber dann so. Ja. Nee, das ist doof. Das ist doof. Warte mal. Weil das jetzt so komisch verkantet ist. Ich drehe mal so und guck, wie das aussieht. Viel besser. Ah, wobei das... Hä? Jetzt da überragt. Oh. Das darf ja eigentlich nicht sein, ne? Hier ist es drüber, aber dann nicht. Hm. Ah, weil ich die hier noch nicht... richtig gebaut hatte. Stimmt. Die müssen eigentlich ein Stück weiter raus. So, ne? Ja, müssen sie. Dann, ich überlege gerade die neu machen, aber passt schon. Ja, man sieht hier, dass das Muster... Ah, der innere Monk in mir.
kann das nicht sehen. Deswegen mache ich das nochmal. So. Ja, viel besser. Viel, viel besser. Dann den nochmal weg. Und nochmal so angepasst. Halt. Wieder von dieser Ecke geguckt. Und halt. Jetzt ist der Kopf im Weg. So ist am besten, ne? Wenn die Kamera im Kopf ist, sodass der Kopf sich ausblendet, kann man immer am besten arbeiten. Und ich nochmal so. Halt. Der ragt so weit rüber. So. Und so. Ja, das sieht gut aus. Und jetzt nochmal hier den dran. So, und der müsste jetzt passen, oder? Nein, 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 nein. So. Hä? Ja, ist okay. Der ragt jetzt ein bisschen über, aber passt schon. Und hier ist bestimmt überall Teer drin, ne? Ja, da sieht man's. Da klebt auch Teer. Ich jump mal ein bisschen hoch. So. Sehr gut. Oh ja, doch, das sieht viel besser aus. Aber wir sind ja auch noch nicht fertig. Denn eine Sache werde ich gleich noch ändern. Aber erstmal machen wir das hier zu Ende. So und so. Und hier noch. Zack und zack. So. Das Gerüst haben wir schon mal. Das Kernholz haben wir jetzt durch Edelholz ersetzt. Oder halt durch Teerholz, wenn man so will. Und diese hier ersetzen wir jetzt. Oh. Da hätte ich vielleicht mal zuerst mit Eisen bauen sollen. Weil ich will das mit Marmor ersetzen. Das muss natürlich aber alles stabilisiert werden. Mit Eisen. Und da ist die Überlegung, welches Eisen nehmen wir. Wir könnten entweder die Gitter nehmen. Die sind aber recht teuer, ne? Bei schwerer Bau. Die haben pro 1 Meter ein Eisen. Allerdings in Fläche. Das sind bei 4 Quadratmeter 2 Eisen. Oder ich nehme ein Eisen für 2 Meter in Länge. Das wäre der hier. Da weiß ich gerade nicht, was das günstigste ist, ehrlich gesagt. Ich kann aber erstmal das Kernholz wegpacken. Dann Holz und Edelholz brauchen wir auch nicht mehr. Also Holz und Teer meine ich. Oha, nur noch 20 Teer. Da müssen wir dringend los. Und Stoffe packe ich mal rein. Können wir das jetzt mittlerweile? Ja, wir können das jetzt einstellen, ne? Das reicht jetzt erstmal an Stoff. Wir haben den letzten Stack auch gefüllt. Also nicht gefüllt, aber fast. So, Marmor nehme ich mal raus. So, und Eisen. Ach stimmt, Holz brauche ich auch. Weil ich muss ja mit Eisen verstärken. Ich glaube, ich nehme die normalen Holzbalken und hoffe, dass diese Sachen nicht so weit rausragen. Hm, stimmt, so viel brauche ich gar nicht bauen, ne? Weil bei Marmor konnte ich doch recht große Wände nehmen. Oh. Das sieht natürlich auch geil aus, aber nee, ich nehme die. Shit, ich habe keinen Halb hoch, ne? Verdammt! Immerhin habe ich hier einen halben, so. Gut, weil wenn ich die hier reinbaue, ist klar, die krachen ein, ne? Gar nicht, die berühren ja hier. Stimmt. Sehr gut, sehr gut. Ja dann, wenn das so ist. Raus damit. Oh, ist das nice. Da muss ich gar nichts verstärken. So, vorsichtig, dass ich hier nicht aus Versehen irgendwas abreiße und es später bereue. Eins nach dem anderen wegmachen. So, das soll alles so bleiben, wie es ist. Nur diese Holzwand hier soll... Ah, genau das meine ich. Verdammt. Och, scheiße, jetzt habe ich irgendwas... Und jetzt habe ich noch was weggerissen, ne? Oh, oh. Was tue ich hier? Was tue ich hier? Genau das meine ich. Warte mal, das ist ein... Der hier war's. Und dann hier gegen... Nee. So. Oder? So. Nee. Komm schon. Hier gegen. Und dann den richtigen Angriff. Da war er. So.
Aber da ist jetzt was eingekracht, ne? Was war das denn? Ich habe hier gerade irgendwas abgekriegt. Keine Ahnung. Habt ihr das auch gesehen? kracht da gerade oben was ein? Wieso? Was kracht denn da ein? Kracht oben was ein? Nee, oder? Bitte nicht. Und falls Dingens eingekracht sind, ich glaube nicht, ne? Gut. Es ist gut möglich, dass jetzt ein paar Workbenches eingekracht sind. Falls das so ist, werde ich euch das nicht antun. Oh, ups. Das wollte ich nicht. Werde ich euch das nicht antun, mir dabei zuzusehen, sondern dann repariere ich das eben in Vorspulformat. Ich schau mal kurz. Ich muss mal kurz eine Treppe bauen und den Schaden korrigieren, den wir angerichtet haben. Oh Mann. Und ich sag's noch, ne? Bloß aufpassen, bloß aufpassen. Ach, das hat geschossen. Jetzt verstehe ich. Na klar. Das ist hier auch Magie. Irgendein Loot liegt hier, den ich nicht aufnehmen kann. Ich schmeiß mal Marmor weg. Und dann repariere ich mal hier alles, was die Dinges kaputt gemacht hat. Da! Fast eingekracht. Liegt hier noch was? Ich hoffe, ich habe jetzt alles. Das werden wir sehen, wenn ich bei Herstellung gucke. Das müsste der hier zum Beispiel gewesen sein. Normal. Müsste das nicht... Ja, und hier müssten noch irgendwo Schädel liegen oder so. Die liegen da drin, glaube ich. Grausten war das. Ach, das ist der Grausten, der runtergefallen ist. Ich schmeiß mich mal kurz weg. Was fehlt denn dann? Ach, hier sind die Schädel. Gut. Alles klar, dann nach oben. Und da fackel ich jetzt gar nicht lang. Ich hoffe, das geht auch schnell. Ich weiß auch, dass ich das hier fast in die Mauer gebaut hatte. Ja, da war's. Oh Gott, war das ein Krampf, das zu bauen, ey. Ganz ehrlich. Na los. Achso, ich bin... Nee, doch nicht. Jetzt bin ich richtig nah ran gescrollt. Ich guck mal, ob ich das hier so... Nee, nee. Und genau das meine ich, ne? Ich glaube, dass wir hier irgendwo zwischen... So. Ja, passt schon. Und es ist auch connected. So wie der auch. Sehr gut. Puh.